kurz vor der Wahl. Ich frage mich, ob wir noch irgendwie. Ob wir noch irgendwie. Naja, auch irgendwie zum Beispiel eine Person dazu bringen können, in unserem Sinne irgendwas zu tun. Zum Beispiel, wo ist denn diese Schauspielerin? Hier nicht irgendwo? Oder bin ich nur blind? Da ist sie doch. Oder vielleicht ist es auch schlecht, immer dieselbe Person zu nehmen, aber die hat eine Beliebtheit von 100% und naja, das davon verspreche ich mir etwas. So, springen wir aber da mal hin. So. Jetzt gucken, ob wir in der Richtung noch was machen können. So, das wollte sie ja nicht. Huch, das wird nicht abgelehnt. Danke. Und darüber hat sie sich ja immer gefreut bisher. Gut, das andere bringt, glaube ich, nicht so viel. Mögen tut sie uns ja schon. Mal gucken. Wenn es Ihnen eine Freude macht. Ah, und das macht sie auch noch. Vielleicht bringt sie ja was, wer weiß. Ja, öffentlich loben ist nicht unbedingt nötig. Wir haben ja schon 100% Beliebtheit. Ja, genau. Dann weiter geht's. Kommt ja gleich die Wahl. So, die Parlamentswahlen beginnen morgen. Die Wahlen beginnen morgen früh im ganzen Land, Herr Generalsekretär. Circa 68.100.000 Wähler sind an die Urnen gerufen. Übermorgen werden wir die Ergebnisse haben. Da bin ich mal gespannt. Na, Ergebnisse? Guten Abend, die ersten Schätzungen sind eingegangen. Hier finden Sie die Grafiken dazu. Und wir werden nun den neuen Staatschef live aus seinem Wahlhauptquartier hinzuschalten. An diesem Tag des Sieges spreche ich erfüllt von Stolz zu Ihnen. Unserer Partei ist es gelungen, seine Vision durchzusetzen. Es ist jedoch jenen, die für uns stimmten, denen ich einen speziellen Tribut zollen möchte. Vielen Dank, meine Freunde. Wir werden uns erneut Ihres Vertrauens als würdig erweisen. Jo, das, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich, mit mehr gerechnet hätte. Vor allem, weil wir eine Beliebtheit von 100% haben, hätte ich jetzt gedacht, wir würden jetzt irgendwie so eine absolute Mehrheit kriegen oder sowas, aber gut. Dem war wohl nicht so. Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht, oder vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, vielleicht war irgendein Versprechen unnötig oder so, keine Ahnung. Ja, aber gut, wir sind die stärkste Partei und das. Das wollten wir ja auch sein. Alles klar. Genau, jetzt kann man hier sich ganz viele Statistiken anschauen. Ich scroll mal ganz langsam durch. Geht das vielleicht irgendwie nach? Das ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Genau, jetzt kann man sich angucken, wo überall wie viele gestimmt für einen gestimmt haben. Boah. Dann würde ich sagen, ja, mal schauen, was wir so machen, ne? Huch, Region im Detail. Da liegen wir fast überall hinten, außer in Bremen und in Hamburg. Interessant. Wie können wir denn dann, wenn wir nur in Bremen und in Hamburg die meisten Stimmen haben, wie können wir dann, ich meine, wir liegen ja überall gegenüber der anderen Partei zurück. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Naja, okay. Boah. Herr Generalsekretär, ich habe nun die endgültigen Zahlen über die Wahlbeteiligung. 80%. Die Wähler haben gestern ihre Stimme. 80% der Wähler haben gestern ihre Stimme gegeben. Boah. Ist das nicht ein bisschen utopisch?
So, Fernsehdebatte, Mau-Mittel, unaufhaltsam. Wir haben gestern Abend an einem lebhaften verbalen Austausch zwischen Roswitha Manka und Mau-Mittel teilgenommen, in der Sendung Face to Face, die live im Fernsehen übertragen wurde. Mau-Mittel erleuchtete den Abend mit seinen innovativen und publikumswirksamen Vorschlägen, seiner Eloquenz und seinem natürlichen Charisma. Er konnte vor der Schlussabstimmung zweifelsohne viel Boden gut machen. Ja. Genau, und ja, das ist das. Das kennen wir ja alles. Ach, da war bestimmt nichts Interessantes mehr. Ja, dann bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringen wird. Errungenschaft freigeschaltet. Yes, we can. Ui, oha. Das Parlament tritt zusammen, um den neuen Chef der Regierung zu wählen. Herr Generalsekretär, Sie wurden ins Amt gewählt. Herzliche Glückwünsche. Ja. Das war ja eigentlich schon bekannt. Errungenschaft freigeschaltet. L'état, c'est moi. Witzig. Was ist denn hier los? Ein Atomunfall. Bei Homs. Krass. Okay. Wusste gar nicht, dass es dort Atomkraftwerke gibt. Was war das denn? Sehr geehrte gewählte Repräsentanten, ich bin sehr stolz, hier und heute bei Ihnen zu sein und mit der Regierung unseres wundervollen Landes beauftragt worden zu sein. Ich kann Ihnen versichern, dass uns meine Entschlossenheit unermüdlich auf dem Weg zu Wohlstand führen wird. Okay. Ja, würde ich auch hoffen. Neuer Kabinettschef. Da Sie sich nun an der Spitze des Staates befinden, werden Sie in Ihrer neuen Funktion Unterstützung benötigen. Da ich diese Funktion schon lange besetze und bereits mit den vorherigen Regimes gearbeitet habe und mich somit sehr gut mit der Funktionsweise der Institution auskenne, habe ich nun die Ehre, Sie im Laufe Ihres Mandats zu beraten, selbst in den aussichtslosesten Situationen. Matthias Schneigner, Chef des Bundeskanzleramts. Aha. Was ist das? Diese Art von Ereignis ist für unsere Mitbürger ein absolut fester Bestandteil. Seit Anbeginn der Menschheit hatten die Menschen das Bedürfnis, die Lasten des Alltags zu mildern und unterhalten zu werden. Wir sollten im Stadtzentrum ausschließlich Kunst und Kultur haben, da sie diesem Zweck dienen. Dies macht diese Stadt so reich und lebhaft. Aha, okay. So, dann schauen wir uns mal um. Wie sieht es denn aus mit dem Kabinett? Das müssen wir doch bestimmt noch besetzen. Ja, das machen wir doch nochmal mal eben. Partei an der Macht. Und jetzt besetzen wir das nur mit unseren Leuten. Und zwar gehen wir dann nach Beliebtheit vor. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt vielleicht rausschneide, weil das vielleicht Zeit dauern würde, wenn ich das jetzt so sorgsam machen will. Vielleicht mache ich es aber auch ein bisschen schneller. Nehmen wir einfach mal die beliebtesten. Einen neuen Minister ernennen. Huch, was war das denn für ein Geräusch? Huch, was war das denn für ein Geräusch? Ich bin verwirrt. Machen wir mal 56, 56. 79, das klingt doch gut. Partei in der Macht. 56. 56. 56. Ja, 56. Na, wo haben wir denn 56? Wir hatten noch eben 56. Hier haben wir 56. So, neue Minister ernennen. 56. Vielleicht nur zu gucken, ob unten was Neues ist. Aber es sieht so aus, als nehmen wir 56. Dann 56. Das ist ja der Generalsekretär. Können wir nicht einfach... Obwohl, ich dachte eigentlich, dass wir das wären, aber okay. Wie auch immer. So.
Schauen wir nochmal durch. 54. Ja, nehmen wir mal 54. Komisch, die ganzen, also viele der Gesichter sehen aus wie real existierende Politiker von nicht-sozialdemokratischen Parteien. Irritiert mich ein wenig. Ob das Absicht oder ein Versehen ist, ich weiß es nicht. Wo sind wir denn stehen geblieben? Nehmen wir hier 54%. Und weiter. 53%. Ja, nehmen wir ihn mal. Ich hoffe, man muss sich nicht irgendwelche Gedanken machen, für welche Kabinette man wen nimmt. Besetzt einfach mal, ohne drüber nachzudenken. Einfach irgendwelche Leute. Ach so, die Leute werden immer weniger, die wir hier haben. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Gut, dann geht das wohl wahrscheinlich genau auf. Gut, dann geht es eben genau auf. Von mir aus auch das. So, und zum Schluss noch. Wir haben doch noch ein paar übrig zur Auswahl. So. Okay. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Kabinett. Damit haben wir unsere Amtszeit angetreten. Und was wir dann letztendlich machen werden, das werden wir im nächsten Stream sehen. Ich weiß nicht, wie ich die Folge schneiden werde, ob das jetzt ein Ende der Folge ist. Würde sich zwar anbieten. Mal sehen, ob sich jetzt auch ergibt. Wie auch immer. Spielt sowieso keine Rolle, das jetzt zu erzählen, weil man wird es ja sowieso sehen. Okay, jedenfalls war es das für heute. Für diese erste Aufnahme ist alles in einem Stück aufgenommen worden. Und bis hierhin die erste Aufnahme noch. Und ja, beim nächsten Mal werden wir sehen, was wir denn letztendlich machen. Jetzt, wo wir die Macht haben. Bis dahin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.